In Runde 16 soll man erst an die Box gehen. Wow, war das close. Aber alles, ich habe alles im Griff, Leute. Ich habe wirklich alles im Griff, glaubt mir. Ich fahre gerade nicht so gut, aber an sich hole ich Plätze auf dadurch, weil ich halt so scheiße fahre. Ja, das ergibt Sinn. Komm, Doppelüberholmanöver. Alter, es ist gerade RIP. Raikön überholt gerade Stroll und ich überhole gerade Raikön und Stroll. Oh Gott. Und runterbremsen. Alles kein Problem für mich. Wie vierter Platz bist du? 11. Junge, ist das hier Krieg. Ja, Hamilton wollte Sirotkin von links überholen und hat dann, bevor die Kurve kam, noch wo es gerade war, einfach so ein Zucker nach rechts gemacht und dann sind Teile geflogen. Alter, das war so unfair einfach. Den sollte man echt verhaften. Mein DRS ist schon wieder kaputt. Ja, okay, wieso ist mein DRS immer kaputt? Du brauchst ja, es ja na nicht. Und? Ja, na und? Ich will's haben. Ja, das ich hatte ich, das hatte so heimlich. Ich in der Dingens. In der Red Bull Karriere hatte ich das oft. Der erste Platz hat das immer irgendwie, habe ich das Gefühl. Nee, weil ich war ja letzte Rennen immer mal erster, ne? Und da hatte ich nicht, lol. Ah, hier ist auch Verstappen, also ein Red Bull, der hier schon ein bisschen weiter ist als die anderen hier. Als Verstappen, als Bottas und Hamilton und so. So sauber fahre ich das jetzt gerade nicht, aber ich habe alles im Griff, so überhole ich auch halt. Nicht. Ne? So überhole ich halt. Jetzt, also ich glaube, wenn du frei fahren würdest, würdest du schneller vorankommen als ich. Weil ich fahre gerade nicht so gut. Verstappen überholt Hartley und ich will beide überholen, aber ich bin ein bisschen weiter hinten als gerade eben. Hartley ist einfach schneller als Verstappen. Gut, ist halt ein Red Bull, ich bin raus. Also zumindest aus der Strecke, kurzzeitig. Ich bin wieder hinter Hartley. Wir haben einen kleinen Schlenker gemacht. Alter, was ich hier tue, das ist ja unglaublich. Ich habe alles im Griff, Leute. Ich habe alles im Griff. Vertraut mir. Oh Gott, das musst du dir angucken, was hier abgeht. Und er lobt mich auch noch. Super überholt, ja, das war... Ja, okay, das Überholmanöver war jetzt nicht schlecht, aber das davor war einfach... Was habe ich da getan? Ey, die sind so langsam in der Schneckenkurve, ne? Ich fahre dem fast hinten drauf, Mann. Und das ist Verstappen. Es ist fucking Max Verstappen. Komm, ich fahr einfach, komm vorbei, jawoll. Gib Stoff. Gib Gummi. Du bist Platz 1, ne? Nee. Nicht? Doch. Wie viel Abstand? 19 Sekunden. Was? Ja, also ich bitte dich, Schwierigkeit muss hochgestellt werden. Ja, aber Grosjean ist auf Platz 2 die ganze Zeit, weil die nicht an die bis jetzt noch nicht an die Box gegangen sind. Ja, ich weiß, es ist auch irgendwie ein Fail. Also die haben, ich habe halt einen Boxenstopp und die halt noch gar keinen. Die fahren ja einen Stopp, ziemlich sicher. Ne, die fahren zwei Stopp, hä? Nee, ach, keine Ahnung, was die machen. Ja, die sind auf gelb gestartet, als ob die jetzt noch, ich schätze, dass die entweder nochmal gelb und durch, wenn das geht, oder halt auf eine höhere. Ich glaube, weiß haben wir auch mit, oder? Nee, gelb ist das härteste. Sicher? Ja, weil lila, rot und gelb haben wir mit. Okay. Hatten wir lila? Okay. Also wenn die mit gelb starten, können die damit auf jeden Fall nicht mit zwei Stopps durchfahren. Also die müssen, ja, stimmt, die müssen ja... mit einem Stopp, also die müssen zwei Stopps machen. Die machen Zeit nur später, ne? Was für Arschgeigen, ne? Halten die mich hier auf und dann... Nee, das machen wir jetzt nicht. So machen wir das jetzt nämlich. Erstmal locker lassen und dann vorbeiziehen. Ich hasse diese Schneckenkurve, wenn die vor mir sind vor allem. An sich bin ich halt echt schneller als die, aber... Mann, Leclerc, geh mir auf den Sack. Und jetzt drängt er mich ab. Du bist doch echt so eine Arschgeige. War halt so schlecht eigentlich. Also so gut überhole ich halt nicht, das wird man in echt nicht machen. Eher zurückstecken und so, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil ich alles unter Kontrolle habe, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich mein Auto nicht rausdrehe. Ja, wie man gerade hier gesehen hat, war knapp, aber ich habe es unter Kontrolle, ne? Also, und
Deswegen gehe ich da halt so rein und überhole dann so komisch. Oh, das war nicht so gut. Aber jetzt. Auf der Geraden. Wobei Red Bull hier, diese... Was ist auch Red Bull hier? Gasly und so, ne? Irgendwie ist das... Ja, Toro Rosso Williams. Ist das. Ach, Rosso, genau. Die fahren aber auch auf der Geraden, ziehen die schon an, ne? Haben halt... Eigentlich ist quasi ein Red Bull, ne? Aber und da ist Alonso. Eigentlich auf der Gerade auch nicht so krass. Da ist Alonso. Der Arsch, der mich damals rausgerannt hat. Weswegen ich so weit hinten mir. Bin. 25 Sekunden. Junge. Grosjean halt immer noch. Alte Weichreifen. Ich habe ja gesagt, wir wollen es. Wir wollen, das hast du ja gesagt, Platz 1 zweimal fahren. Das wäre natürlich krass. Und das kannst du noch schaffen auf jeden Fall. Und ich meine, dann habe ich vor dir noch nicht an der Box. Genau, dann habe ich gesagt, dann machen wir es so, dass du jetzt Erster wirst. Habe ich ja am Anfang gesagt. Und das ist möglich. Also wenn du es so weiterfährst, ich komme auch noch auf Platz 2. Das denke ich auf jeden Fall, da brauche ich gar nicht drum rumreden. Ich bin ja jetzt schon gleich Platz 3. Echt? Und dann können wir das gut zu Ende fahren. Wenn mich jetzt wenn mir jetzt Alonso hier nicht einen Strich durch die Rechnung macht, Teil 2 PS. Hoffentlich habe ich ihm gerade den Reifen abgefahren. Bin nämlich so ein bisschen hart wieder reingegangen. Man kennt ihn, den Mike. Wird hier Platz 1, 2 und 3 wird hier angezeigt, ne? Ja. Dann müsstest du mich gleich sehen. Und zwar genau jetzt. Yep. Ich bin viel schneller auf der Geraden als Perez. Ocon ist das, sorry. Obwohl Force India auf der Gerade ja absolut reinrockt. Aber ich habe halt den Windschatten gehabt. DS habe ich auch noch mitgenommen, sehr schön. Oh, jetzt bin ich Zweiter. Der fährt nämlich an die Box. Jo, die fahren alle an die Box. 30 da noch vor Sekunden. Alle Alter! Ja, das kannst du reinholen. Ja, gar kein Problem für mich. War echt voll schlecht. Das glaube ich dir jetzt nicht, aber okay. Das ist wirklich so. Was, wobei, ich habe immer noch die schnellste Runde, ja, des also, Rennen, oder? Was ist deine Runde? 1,38,7. Ja, schlecht. Ich war einfach eine Sekunde schlechter als du. Ja, aber wenn du die Reifen gewechselt hast, dann die neuen Reifen hast, dann fährst du nicht mehr schlechter. Sicher? Bin ich mir relativ sicher, dass du danach aufholst. Bin directly behind you, sozusagen. Quasi, ja. Ja, das wird jetzt interessant, wie ich noch rankomme oder nicht. Aber wie gesagt, also von mir aus kannst du gerne Erster werden, wenn ich Zweiter werde, ist das krass. Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, schätze ich mal, stellen wir hoch. Ist ja, genau warum, auf jeden Fall, ist genau das, deswegen, Rennen, ja. Warum, wie du es gesagt hast. Also, an sich sind wir auch damals schon gut gefahren, deswegen haben wir auch damals schon gute Sachen rausholen können. Aber wir sind halt oft rausgeflogen und das passiert uns jetzt nicht mehr, weil wir einfach krass sind. Und fahren besser, wir haben das Auto besser unter Kontrolle und wir fahren auch ein bisschen rücksichtsvoller. Nee, Einzige, was halt noch so passiert halt im Verkehr, dass wir uns da halt das Auto kaputt machen. Aber da sind wir halt auch eigentlich selbst schuld. Meistens, manchmal, generell so. Meistens, manchmal? Ja. Hast du eigentlich dieses Schild hier umgefahren? Ich hab kein Schild. Dieses kleine Dingens, dieses Pömpelchen da. Diesen Stock. Wann müssen wir in die Box? Was hast du gesagt? 16. Gehst du direkt oder? Ich gehe Runde 16 an die Box, ja. Was sind deine Reifen? 35 ist mein schlechtester. Alles klar, vorne rechts ist bei mir wieder absolut gut. Ach krass. Du solltest vielleicht auf eine niedrigere. Am besten hat 29. So wie im Moment kommen wir eventuell nicht ans Ziel. Okay. Und bei dir? Ich habe gerade weggemacht, aber ich kann noch mal kurz hin. Jetzt habe ich wieder verdrückt. Schlechtester 34, bester 26.
Also ein bisschen besser als du, aber ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt hier viel überholen musste, sonst wäre ich wahrscheinlich noch ein bisschen krasser. Nur damit du Bescheid weißt. Nur so zur Info, weil ich halt gut bin. Nein, Spaß. Jetzt habe ich ihn schnell umgefahren. Guck mal, krass, Alter, du bist so eine Schneckenkurve jetzt gleich und ich bin einfach auf der Geraden. Junge, Junge, Junge. Ich bin so langsam aber auch in der Schneckenkurve. Also du fährst nächste Runde, hast du gesagt, ne? Ja, in Runde 16 fahre ich rein. Also dann, wenn das halt das erste Mal sozusagen so richtig ansagt. Ja, also ja, müsste nächste Runde sein. Aber ich habe sowieso angezeigt bekommen, dass ich Rang nach Boxenstopp Platz 1, also... Ja, du hast ja 30 Sekunden. Kannst ne? auch quasi direkt danach ankommen vielleicht. Nee, 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 kein Bock. Ich habe nämlich nicht Rang 2 wahrscheinlich. Ah, ja, okay. Gut, und das ist dann nicht so cool. Also da entspanne ich dann eher mal ein bisschen. Vermuten, dass ich Grip verlieren könnte. Eieiei. Eieieiei. Aber ich glaube, du holst auf gerade schon ein bisschen. Nee. 30 sind es. Waren es nicht davor 35? Nein, never. Es waren 31, glaube ich. Einmal zwischenzeitlich. Ah, okay. Dann fahren wir ungefähr gleich schnell. Fahren wir auch. Ziemlich sicher. Oh Gott, was mache ich denn hier? Eieiei. Ah, aber auch schlecht. Wie ihr die ganze Zeit rumheult und einfach gut ist. Nein. Erster 30 Sekunden, da bist du schon an Sirotkin oder Stroll dran. Was? Ja, auf der Map sieht's. Du bist näher an ihm als ich an dir auf jeden Fall. Ja, aber ich gehe ja gleich an die Box. Ja, ja, sag ich ja nur. Also, dann beschwert er sich hier, also ich bitte dich. Ja, weil ich denke, dass ich eigentlich viel, viel besser fahren könnte. Nee. Aber die gelben Reifen kommen damit nicht klar gerade. Was kriegen wir denn danach? Nochmal gelb. Nochmal gelb, ne? Ja. Oh Gott. Ich habe mein Differential aus Versehen verstellt. Weiß nicht, was ich da vorher hatte. Wahrscheinlich Standard, ne? Ich weiß nicht, was Standard 70. war. Ah ja, okay, dann habe ich es zum Glück zurück auf 70 gestellt. Krass. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Boah, zum Glück fährt er jetzt nicht an die Box. Ich dachte gerade. Fahr nicht zu schnell. Du bist jetzt, ne? Ah, jetzt fährt an die Box, ja. Ja, wird mir auch angezeigt, perfekt. Bin gespannt, das bitte schneller Boxenstopp 2,8. Ey, Renault macht doch so schlechte Boxenstopps. Also ich meine 2,8 ist jetzt nicht super schlecht, aber Red Bull, Mercedes, Ferrari und so macht bei tief halt. So eine halbe Sekunde, die man damit rausholen kann. Naja, aber es ist nicht so krass. Aber ich find's cool, dass es ins Spiel auf jeden Fall ein bisschen mit Einfluss hat. Nicht, dass man jetzt sagt, so ja, die wechseln alle gleich oder so, dass es wirklich auch einen Einfluss hat. So, schauen wir mal, wann die jetzt fahren, wer nicht fährt. Der fährt auf jeden Fall nicht Verstappen. Das ist schon mal schlecht. Wobei er wahrscheinlich mit mir dann fährt. Boxenstopp. Fährst jetzt rein? Ja. Boxenstopp. Alles klar, komm am
Ende dieser Runde rein. Willst du noch eine Runde draußen bleiben? Nee, warum denn? Keine Ahnung. Um sicher zu sein, dass du danach auf Platz 2 bist. Ja, bin ich sicher. Glaubst du? Naja, außer er fährt durch, aber warum sollte er durchfahren? Sein Teamkollege war gerade jetzt. Ach so. Und dann wird er wohl jetzt danach gehen. Ja, und die dahinter? Die waren ja jetzt gerade eben. Oh, Alter, stimmt, du hast da ja eine Riesenlücke. Also jetzt werden wahrscheinlich Verstappen und wer auch immer hinter ihm ist, Bottas oder Hamilton gehen. Und wenn ich auch gehe, dann bin ich wahrscheinlich ja vor denen. War er hinter mir? 9,0 Sekunden. So, die Kamera ist auch aus, jetzt genau in dem Moment. Dann kann ich die auch neu starten. So. Synchro. Unbedingt was trinken. Das ist wichtig, das brauche ich. So, und jetzt gut zu Ende. 2,8 ist mein Boxenstopp. Ja, meine war auch 2,8. Hier einfach krass. Dachte dann aber 2,5. Nee, meine war 2. So. Also jetzt immer noch zweiter Platz, ordentlich Abstand zu dir. Wenn ich jetzt noch ordentlich Abstand zu Verstappen rausfahre, wäre das ein krasses Rennen. Boah, ich bin auch richtig fertig schon. Also noch 10 Runden und dann... Also ich könnte jetzt noch 3 Rennen fahren. Ich nicht. Also wirklich nicht. Bei aller Liebe 2x2 Stunden und dann haben wir ja auch noch einmal hier den Crash gehabt. Also 2,5 Stunden, 2,5 Stunden da hier so konzentriert auch zu fahren. Weil wenn Fehler passieren, ist ja auch echt kacke. 10 Runden sind's ja noch. Ja, ja, sag ich ja, hier 10 Runden noch. Dann bin ich auf jeden Fall geschafft. Gar nicht so leicht. 33 Sekunden habe ich. Einige würden jetzt sagen, so ist das nur Computerspiel. Ja, nee, ja, ja. Ja, guten Morgen. Ja, ich fahre erstmal übers Gras. Ich hab die Kurve richtig geschnitten. Warte, wie hast du es gesagt? Die Kurven anders interpretieren oder so? Ja. Ja, habe ich gerade gemacht. Sehr gut. Ich wollte einfach mal ein bisschen Gras. Ich will ja eine Zeit, 5 Sekunden schneller. Ich wollte einfach mal ein bisschen Gras an meinem Reifen. So, Raikön auch hinter mir jetzt. Und hinter dem schon wieder ein Haas, Alter. 35 jetzt schon, Alter. Wie, wo sind die? Wie fährst du denn gerade? Wo ist Haas? Du bist einfach krass, ich fahr gar nicht schlecht. Also zumindest habe ich nicht das Gefühl. Du empfindest, dass du schlecht fährst. Ja, ich empfinde. Obwohl ja, du einfach besser fährst als ich. Und ich war ja schon gut und die anderen kommen nicht hinterher. Ja, ich glaube auch, dass die auch in China einfach. Die waren ja streckenabhängig auch immer so. Schlecht auf manchen und in China sind sie halt nochmal extra schlecht. Wir sind aber überall gut. Ja, schon, also ich würde es auf jeden Fall höher stellen, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich meine jetzt nur, weil du meinst, ich fahr schlecht und du fährst eigentlich, meinst nicht schlecht und die Bots sind noch schlechter. Ja, eben. Du fährst besser als ich und ich fahr ja schon so gut, dass ich die Bots besiegen kann. Und dann beschwerst du dich, dass du schlecht fährst. Also irgendwie. Oh, lila Zeit, nein, Spaß. Wäre natürlich krass, aber nee. Ach, ganz entspannt, Leute. Hihi. Der alte Angeber, der Mike. Boah, ich bin in der Schenkkurve so langsam. Alter! Ja, wie meinst du, wie schnell ich da durchfahre? Ich fahre doch auch nicht mit 200 da durch. Oh, lila Sektor im ersten Sektor. Dein Maul. Ich bin so langsam in der Schneckenkurve. Oh, lila Sektor. Was ein Arschloch, Alter. Welche Bestzeit hast du denn eigentlich? Kann ich gerade nicht nachgucken, ich muss gleich überrunden. Ich fahre gerade wieder übers Gras in der Schneckenkurve übrigens. Ja. Bin da ja so langsam.
Ah, oh, lila Zeit! Nein, Spaß. Oh, lila Zeit, zweiter Sektor. Kann dir gleich bekommst du eingeblendet. den Joke hat er von mir letztes Jahr geklaut, Alter. So, und überholt. So gar kein Problem. Frech einfach. Dieser Junge. Nochmal auf Fett stellen. Ich war ja gerade die ganze Zeit auf Mager unterwegs. Oh ja. Und trotzdem so gut, Alter. Du bist mein Vorbild. Ich glaube, China ist aber die Strecke für dich. Ja. Ja, aber... Erster und zweiter sollte, glaube ich, klappen. Was? Das ist keine neue Schnellzerrunde. Oh. Oh. Oh, oh. Was war das jetzt? Oh. Ja, was ja, ist jetzt deine Bestzeit? 1,38,4. Aha. Da war ich ja knapp dran. Und ich fahre auch gerade die ganze Zeit ungefähr so viel. Halt ein Zehntel war ich gerade langsamer. Also die nächste Runde schwöre ich dir, ich überhole. Naja, die nächste nicht. Die übernächste schwöre ich dir, ich überhole dich. Machst du jetzt lila Zeiten? Nicht jetzt, nächste Runde. Ah, okay. Also die, ich fahre jetzt noch eine und dann die nächste. Fahrer hinter mir. 36. Nee, 38 bei mir. Hat er mir gerade angezeigt. 38,7 hast du gerade gemacht. Eieiei. Uiuiuiuiui. Sag ja, du. Und jetzt werde ich noch krasser. War ich nur ein ganz bisschen schneller als du gerade in der letzten Runde. Guck, lila Sektor. Der erste. Oh! Ja, ich muss ja gerade die ganze Zeit überrunden, deswegen. Ja. Deswegen ist deine schnellste Runde gerade langsam. Nee, ich fahre ja generell die ganze Zeit langsam. Ah ja, mit Absicht natürlich. Ja. Auto schon. Ich gebe jetzt richtig Gas. Da kenne ich nichts. Ich will die schnellste Runde. Nee, ja, du musst ja noch aufholen. 37 Sekunden steht bei mir jetzt. Ja, oh, lila wofür? Sektor im dritten. Wofür soll ich denn aufholen, hä? Ja, um mich noch zu überholen. Was? Ist nicht drei Rennen hintereinander gewinnen? Ja, dann bleib doch da stehen an der Linie. Das könntest du halt echt machen. Also nein, du sollst es nicht machen, aber an sich würde es funktionieren. Wenn du an der Ziellinie einfach stehen bleibst, bis ich durchfähre und dann fährst du. Weil ja, nach mir ist halt. Ja, dann werde ich disqualifiziert, wenn ich das mache. Nein. Wegen stehen bleiben. Nein. Jetzt ein Safety Car wäre richtig scheiße. Ja, oh ich sehe gerade, da ist gelbe Flagge. Ja. Bei McLaren. Lachen. Da muss ich gleich hinfahren, Alter. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Lol, ist es Mercedes, der da langsam ist? Also nicht, ich sehe es vielleicht gleich. Ich bin jetzt gerade im. Ist aber nicht am wenig vorbeifahren. Nee, ich glaube, das ist ein. Stroll oder so. Was haben die eigentlich für ein Auto, Mann? Williams, glaube ich. Williams, ist das sicher? Nee, sicher bin ich mir nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, dass es ein Mercedes ist. Nee, Mercedes ist, glaube ich, ein bisschen. Oder? Ah, ich habe keine Ahnung. Ja, sag, wenn du vorbeifährst. Aber ich glaube schon, dass. Ja, ich bin schon vorbeigefahren. Ach so, ja, dann fahre ich. Ah, doch, ist ein bisschen dunkler, stimmt. Nee, nee, das ist ein Mercedes, Mercedes, hast recht. Ja. Ja, ich hab. Ich muss mich konzentrieren. Ach, da steht er. Den könnte ich da nicht so gut hingucken. Ich sehe es auch nicht. Der steht. Ja, der steht so doof links. Ja, ja, da kann man nicht hingucken. Der steht schlecht. Ich schätze mal, dass es Hamilton ist. Hoffe ich einfach mal. Grüne Flagge. Aber das wäre eigentlich für uns halt so voll viel Glück. Muss es nicht eigentlich auch da stehen? Ja, es stand vorher, früher eigentlich immer da, aber irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl. Dann war wieder ein Bug. Oder irgendwie diese Saison noch gar nicht eingeblendet, wenn wer rausgeflogen ist. Oh, das war aber, glaube ich, schnell durch die Schneckenkurve gekommen. Ah, oh, jetzt echt? War der Ausgang nicht. Den Ausgang habe ich nicht gut erwischt, aber davor, also. Da hat es nicht mehr so geflutscht. Ja, da, beim Ausgang ist nicht geflutscht, aber davor bin ich eigentlich ganz gut so. Mehr oder weniger so, pass auf, jetzt die Runde, was ich jetzt starte, das wird eine krasse. Okay. Alter, wir sind. Ich fahre ja gerade die ganze Zeit meine Runden und merke gar nicht, dass es so bald Ende ist. Ich muss ja noch eigentlich eine Magerrunde fahren, ist mal jetzt. Ja, jetzt habe ich irgendwie Autos vor mir, aber jetzt gar keinen Bock.
Da lassen wir schön Zeit. Komm, ich will eine schnelle Runde. War nicht so optimal, aber war nicht schlecht. Ich habe halt noch keinen vor mir. Ich kann es jetzt machen. Ah, an dem komme ich noch nicht ran. Eriksen ist das. Ich fahre im zweiten Sektor so schlecht. Das ist mein Problem. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Echt? Ich bin im zweiten Sektor eigentlich voll gut. Also ich meine, es klappt gerade, weil ich halt eine schnelle Runde will. Ich provoziere sie gerade. Aber an sich fahre ich echt nicht gut im zweiten. Boah, wieder durchgeflutscht. Was ist denn hier los? Und diesmal den Ausgang auch so mehr oder weniger gut erwischt. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ich klau dir jetzt hoffentlich die schnellste Runde. Ich will dir die klauen. Bekommst du gleich angezeigt? Bekommst du gleich angezeigt? Senke den Einsatz, um das zu verhindern. Au! Alter, die war schnell. Ja. Mein ERS ist kaputt. Das hatte ich auch noch nie. Gleich Motorschaden. Alter, ich würde so ausflippen, ohne Spaß. Ich würde ab Australien wieder starten. Spielstopp. Aber die Runde, da warst du jetzt impressed, ne? Das war schon krass. Ja, das war krass. Ja, ich muss ja gerade die ganze Zeit überrunden. Ja, aber der Zweite hat ja immer die schnellste Runde. Ja. Habe ich da auch im letzten Rennen immer so. Nee. War ja entspannter hier vorne. Ja, aber insgesamt, durchschnittlich fahre ich trotzdem schneller. Muhaha. Ja, klar fährst du schneller, aber ist auch nicht schlimm. Nee, ist es auch nicht. Ich bin jetzt gerade schon bei Platz 15, Magnus. Nee. Ich habe auch 21 Sekunden auf Raikön. Ich fahre jetzt auch entspannt, habe keinen Bock mehr. Ich bin echt so ausgepowert. Ich kann nicht mehr. Können die mich bitte auswechseln? Stell mal vor, beim Boxenstopp hüpft so der Fahrer raus, kommt ein neuer rein. Es gibt so Rennstaffeln, wo Fahrerwechsel gibt beim Boxenstopp. Ja, ja. Lol, das war gar einfach so eine Fantasiewelt. Nee, das gibt's wirklich. Krass. 59 Sekunden auf Raikön. Du bist einfach verrückt, bist du. Aber merkt, die Reifen werden schlechter. Insgeheim hat er die Schwierigkeit runtergestellt. Nein, habe ich nicht. Dann hat er mich extra zum ersten Boxenstopp geschickt, damit er erster wird. Nein, ich hatte den ersten. Hatte den ersten. Dieses Mal hatte ich den ersten. Ja, stimmt, aber gerade jetzt, da hatte ich den ersten. Ja, aber da war es ja schon egal. Ja. Weil da wusste man ja, dass du nicht im Pulk rauskommst. Nee, mache ich auf jeden Fall nicht mehr. Also, wenn es zu vermeiden geht. Also entweder gehst du dann vor. Ich will das aber auch nicht machen. Entweder gehst du vor oder wir gehen allgemein dann halt später, wenn die schon alle waren. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel so wie jetzt gehen würdest, dann gehe ich halt einfach nach dir, ne? Aber wollte ich jetzt diesmal nicht machen. Aber ja, habe ich gemerkt, dass es auf jeden Fall scheiße ist. Das hat schon einen krassen Unterschied gemacht irgendwie, ne? Wobei du danach auch ein paar Fehler halt gemacht hast. Ja, was für Fehler denn? Weiß auch nicht. Also, es war danach nur so, dass ich halt dann alle überholen musste. Und einmal in der Kurve hat mich halt, ich glaube, es war Alonso, der ist halt trotzdem in die Kurve rein, als wäre keiner da. Und ich war halt aber zwischen dem und der Kurve. Echt, quasi. Du warst einfach da? Und dann hat er mich quasi an die Wand drängen wollen. Und ich habe dagegen gelenkt. Und dann waren wir halt so Schnauze an Schnauze, ne? Das ist ja voll krass. Und dann hat er mich dann letztendlich gedreht. Ansonsten ist nichts passiert. Also ohne den Dreher wäre ich wahrscheinlich knapper an dir dran, aber wahrscheinlich auch nicht vor dir. Du willst auch vor mir sein, wenn du nicht schneller fährst als ich. Mohaha. Nein, Spaß, ne? Ja, verstehe ich schon. Du warst ja direkt, quasi nach dem Boxenstopp waren wir ja relativ nah aneinander. Ich rede schon, nicht das haben wir ja. Ja. Ja, nein, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du, wie ich meine? Ja, das war krass.
Nee, das war ja der Plan von Anfang an. Also, ich meine, ich habe schon 2 Rennen gewonnen, das ist gar kein Problem. Alles easy. Ja, du bist ja locker easy Erster. Locker. Und außerdem jetzt auch schon wieder war das ja, wie gesagt, geplant. Also wir haben ja gesagt, Erster, ja, Zweiter, und dann habe ich gesagt, dann wärst du Erster. Und das haben wir auch so umgesetzt. Ich wäre jetzt fast gegen die Wand gefahren. Also hätte ich nur ein bisschen Gas gedrückt, wäre ich aufs Gras und ab in die Mauer. Dann wäre nichts hier mit dann hätte ich geweint, weil 3 Runden noch und ich habe, wie gesagt, das ist so anstrengend. Und dann so ein Scheiß. Ich wäre gestorben. Vielleicht fahre ich auch einfach auf den Geraden so gut, weil ich das ERS jetzt gerade zum ersten Mal halt so richtig, glaube ich, normal so einsetze. So. Ich nutze das ERS zum ersten Mal. Ja, davor hatte ich immer aus. Mir doch egal. Komplett aus, braucht keiner. Ja. Kein Bock. Ich bin auch so krass. Du musst einfach ein Zeichen setzen. Gegen ERS, gegen ERS. Scheiß Neuerung. Ich will, dass der Röttgen eine Strafe bekommt. Du willst, dass Hamilton eine Strafe bekommt. Ja, der ist doch schon raus. Glaubst du? Ja, sicher. Glaubst du nicht, dass Bottas rausgeflogen ist? Nee. Wow, du Arschloch. Was war das denn? Der hat gebremst, weil er mich vorbeilassen musste wegen blauer Flagge und so. Und ich habe das nicht gerafft im ersten Moment. Weil ich gerade beschäftigt war mit anderen. Ja, Leclerc will mich nicht vorbeilassen. Da habe ich mich auch vorbeigemogelt. Kamera läuft auch perfekt, Alter. Wie wir das heute timen, Alter. Ich bin so impressed. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Leclerc will mich einfach überholen mit seinem Ferrari-Motor, Alter. Ja, klar, es läuft. So wird es gemacht. Aber Renault ist krass. Mit hauseigenem Motor. Nicht hier geklaut und so. Ich finde das eh so dreist. Wie Racing Point, ja, hier Force India. Einfach Mercedes Motor klaut und dann krass ist. Ja. Zumindest auf den Geraden vor allem. Weil Racing Point auch mehr oder weniger das Nachwuchsteam von Mercedes ist. Genauso wie Haas das von, ich glaube, Ferrari oder? Ach, ich hab da nicht mehr so den Überblick. Und Toro Rosso ist auf jeden Fall das Nachwuchsteam von. Haas ist doch kein Nachfolger, oder? Von Dings hier, Red Bull. Ja, das schon, aber Haas. Wirklich? Also Haas fährt aber, glaube ich, mit Ferrari-Motor. Deswegen glaube ich. Ich bin dann nicht mehr hundertprozentig sicher. Fahren die nicht mit Renault? Nein, Alter. Hä, wir haben aber auch ein Nachwuchsteam. Also irgendwer fährt noch mit unserem Motor. Aber ich weiß nicht wer. Ach, ich weiß auch nicht. Die Teams ändern sich ja auch irgendwie, also die Namen und so ändern sich irgendwie von Saison zu Saison und so und die Motoren und ach. Also wir haben. Ich verbringe das mit der letzten, diesen und der neuen Saison und alles durcheinander, ich weiß nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall noch ein Nachfolgerteam auch. Bei Renault. Echt, ist das so? Ja. Welches das jetzt ist, ich kann nur. So ein schlechtes Team hat ein Nachfolgeteam. Was soll das denn? Wir sind gut, guck doch mal. Ja, wir. Ja. Wir sind ja Renault. Ich habe eine Kooperation mit denen. Ich bin komplett eingekleidet. Ist schon fertig! Ich sitze gerade hier im Rennanzug übrigens. Gar nicht bemerkt! Hä, hey, was als ob? Der sagt doch immer an hier, ja, letzte Runde und so. Nee, hat er bei mir nicht angesagt. Das ist bei mir schon. Jetzt kann ich dir. Oh, ich kann dir zugucken. Jo, mach Bilder, oh. Ich weiß nicht, wie das geht. Dreieck. Also du kannst ja einfach in Premiere Bilder machen. Ja, mach ich ja gerade. Machst du die ganzen Sachen. Ja, weg. Ja, ich guck dir gerade zu. Ja, ich bin eh fast fertig jetzt. Oh, Stroll! Mach da, würde ich den Mike noch 17. Platz. Nee, ich lass den in Ruhe, hab ich keinen Bock. Ja, geht auch nicht. Ich hab bis Platz 11 habe ich alle überrundet. Also Platz 10 war gerade die ganze Doppelsieg! In Jawohl. China!
Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich in der Insgesamtrangliste aufgestiegen bin. Ich war Platz 10, dann jetzt Platz 5, 3. Jetzt Platz 1. Oh ja, ich habe gerade noch davon gesprochen, wie ich dich bespritzen will. Jetzt kann ich dich bespritzen. Oh, die nächste Sammlung in den Händen von Renault. Ist das nicht krass? Und ich so mit Red Bull Cappy, blauer Hintergrundbeleuchtung. Oh ja, bespritzen heuer. 2 ich, 1 Jan, 3-mal Renault. Das ist auf jeden Fall realistisch. Ja. Ui, da fährt nur einer auf der Strecke. Was bei mir? Doch, da war gerade irgendwie Van Dorn, der irgendwie so. Van Dorn, sag ich immer, Van Dorn, der irgendwie so 2 km/h gefahren ist. So, 2 Stopps hat irgendeiner mehr als ich sag, du bist Platz 3. Manche schon manche nur ein. Oh. Hamilton ist raus, ja, Hamilton ist raus. Ja, siehst du, hab ich gleich gewusst. So, Fahrerrangliste. Platz 2 bist du? What? Ich dachte, du bist Platz 3. Aber es war auch knapp, aber krass. Glückwunsch. Der Walter. Kann man mal machen. Aber 32 Punkte, ist halt immer noch über einen Rennabstand. Also, wenn du jetzt 0 Punkte bekommen würdest und. Ja, ich das 25, ist weiß ja nicht egal, mehr. Aber. Also, so halt 32 Punkte ist halt ultra krass. Und junge Konstrukteur, wow! Der Konstrukteur ist jetzt schon gut. Da sind wir schon ordentlich dabei, ne? Also da ist jetzt so, dass selbst wenn wir halt beide aus sein würden im nächsten Rennen, ja, halt was wir natürlich nicht hoffen. Nee. Das wird dann eher so hier dann... Was ist denn nächstes Rennen hier? Wenn Regen ist oder irgendwas, ich weiß nicht. Oh, nee, ey. Oder wenn dann irgendwie so Monaco kommt. Hier, die Rennkommissare in der... ersten Runde, Janodopoulos, Kollision mit Hamilton. So kann man sich hier also zum Sieg schmuggeln. Nee, der hat und mich weißt ja überholt du was? In der ersten Runde. Hier war steht, ja Dritter. Hier steht Hamilton, hier mechanisches Versagen. Das war einfach genau dafür, wo ich gesagt habe, der gehört ins Gefängnis. Wo der den anderen weggerammt hat. Das war einfach so Karma. Verdient. Ja. Kannst mal sehen. Mach du. Ja, okay. Also Leute, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Freuen uns schon richtig auf das 4. Rennen. Und ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Schaut auch bei Mike rüber. Ne, in der Infokarte verlinkt. Mal rein. Ciao. Ciao, ciao.